Servus Leute und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute steht mal wieder die Bundesliga-Prognose an und wir werden uns die Spiele Dortmund gegen Hertha und Augsburg gegen Gladbach genauer anschauen. Am Ende des Videos gibt es eine schöne Dreierkombi für euch. Das 10-Euro-Gewinnspiel wird aufgelöst und wir veranstalten wieder ein neues Gewinnspiel. Also bleibt auf jeden Fall dran. Auch bevor wir mit dem Video starten, möchte ich nochmal ganz kurz eine Aktion ankündigen, welche ich schon vor ein, zwei Videos angekündigt habe. Und zwar könnt ihr aktuell bei einem Anbieter 15 Euro einzahlen und ich sende euch einfach die 15 Euro per PayPal wieder zurück. Das Kontingent wird noch ein bisschen aufgestockt, deswegen könnten das noch mal ein paar mehr machen. Schreibt mir dazu einfach kurz eine Nachricht bei Telegram und ich lasse euch alle weiteren Infos auf jeden Fall zukommen. Ist, finde ich, eine mega gute Aktion. Hat man ein bisschen geschenktes Geld zum Wetten. Kann man ja auch aus 15 Euro ein bisschen was machen. Also würde ich auf jeden Fall da mal vorbeischauen. Schreibt mir dazu, wie gesagt, einfach kurz eine Nachricht bei Telegram und ich lasse euch alles weitere zukommen. Noch ganz kurz auch noch zu der Statistik. Ja, wir haben jetzt im Februar 11 Einheiten plus gemacht und im März stehen wir jetzt auch schon wieder bei 10 Einheiten im Plus. Die letzten Wochen liefen einfach richtig gut. Jeder Tipp kam einfach rein. Und ja, um keine weiteren Live-Wetten mehr zu verpassen, auf jeden Fall Telegram-Kanal vorbeischauen. Da haben wir sehr viele Live-Tipps auch getroffen. Also es läuft echt mega gut. Innerhalb von einer Woche haben wir 10 Einheiten gemacht. Also schaut dort auf jeden Fall vorbei und lasst euch das nicht entgehen. Und ich würde sagen, genug gelabert, wir starten direkt ins Video rein. Das erste Spiel, was wir uns genauer anschauen werden, ist Dortmund gegen Hertha. Ja, Dortmund hat gegen Bayern eine sehr, sehr starke erste 10 Minuten gespielt. Aber umso schlechter waren die letzten 80 Minuten. Haben dort echt mega nachgelassen. Bayern war nur noch am Drücker und hat auch hochverdient gewonnen. Wir sind nur auch live auf Bayern gegangen. Ich glaube, zu einer 2,35er-Quote war es gewesen, so in der 70. Minute. Bayern war einfach komplett dominant gewesen und Dortmund hat es auch wirklich schlecht verteidigt gehabt, haben nicht mehr gut gespielt und somit auch verdient verloren. Jetzt auch gegen Sevilla war das einfach nichts gewesen. Sevilla war eigentlich klar die bessere Mannschaft. Die Dortmunder sind auf jeden Fall nicht mehr so gut drauf. Auf der anderen Seite steht jetzt Hertha BSC. Zwar auch unten drin stehen, aber wir sehen hier auf jeden Fall einen Aufwärtstrend, werden von Spiel zu Spiel immer ein bisschen besser. Und ich denke auch, dass sie hier gegen Dortmund was mitholen können. Deswegen können wir euch die Wette plus 1,25 Asian Handicap in Richtung Hertha zu einer Quote von 1,877 empfehlen. Die Quote gibt es bei Sport Market und die Wette spielen wir mit 1,5 Einheiten an. Das heißt, selbst wenn Dortmund mit einem Tordifferenz gewinnen sollte, haben wir schon die Hälfte der Wette gewonnen. Und die andere Hälfte gibt es dann nochmal das Geld zurück. Falls Hertha hier Punkte mitnimmt, haben wir die komplette Wette gewonnen. Also finde ich auf jeden Fall eine richtig gute Option. Ich hatte hier die Line auf jeden Fall etwas niedriger gesehen. Deswegen hat die Quote hier in unseren Augen Value. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt auch direkt ins zweite Spiel rein. Das zweite Spiel, was wir uns genauer anschauen werden, ist Augsburg gegen Gladbach. Die Augsburger gefallen uns wirklich nicht gut, spielen sehr, sehr schlechten Fußball in letzter Zeit. Die Resultate sind auch nicht so gut und deswegen stehen sie auch dort unten verdient drin. Gladbach ist zwar auch nicht gerade besser drauf, aber sie sind auf jeden Fall klar die bessere Mannschaft, wenn es normal läuft. Das ist, denke ich, auf jeden Fall auch so ein bisschen K.O.-Spiel für den Trainer, für Marco Rose. Gladbach muss hier auf jeden Fall was machen. Klar, wenn eine Mannschaft was machen muss, heißt das nicht gleich, dass sie gewinnen wird. Wir sehen ja jedoch trotzdem Gladbach nochmal ein gutes Stück vorne. Deswegen haben wir die Tendenz, Sieg Gladbach zu einer Quote von 1,93. Hier werden wir wahrscheinlich live einsteigen, uns das Spiel erstmal ein bisschen anschauen, wie die Gladbacher so drauf sind, wie sie hier agieren werden, weil wir es einfach nicht so richtig einschätzen können, weil beide Mannschaften echt miserabel drauf sind. Deswegen schauen wir uns das lieber erstmal noch live an und ich würde sagen, wir sehen uns jetzt direkt auf dem Bildschirm wieder zum Gewinnspiel und zu der Kombi. So, zurück auf dem Bildschirm. Habe ich hier auf jeden Fall mal alle Leute eingetragen, die 1-1 bei Paris gegen Barca getippt haben. Ich lose hier den Gewinner aus und der Gewinner ist der Aerosmith09. Schreibt mir auf jeden Fall gerne eine Nachricht bei Instagram oder Telegram und ich lasse dir die 10 Euro zukommen. Jetzt noch ganz kurz hier zu dem Spiel Hertha gegen Dortmund. Da platziere ich ganz schnell mal noch die Wette. Plus 1,25 für Hertha zu einer Quote von 1,877 mit 1,5 Einheiten wird platziert, ist platziert. Und dann jetzt noch zu der Kombi.
Und zwar habe ich hier vorbereitet Wolfsburg gegen Schalke, Sieg Wolfsburg. Ja, zu dem Spiel bei Wolfsburg fehlen zwar viele Leute in der Defensive, aber ich denke, sie sollten das trotzdem auf jeden Fall gegen Schalke machen. Sind jetzt nicht mehr so gut in Form, aber Schalke hat echt miserabel gegen Mainz gespielt. Also sollte das Wolfsburg auf jeden Fall machen. Dann Bremen gegen Bayern. Hier gehe ich auf Sieg Bayern zu einer Quote von 1,3. Ja, Bayern hat jetzt gegen Dortmund sehr, sehr stark gespielt, haben unter der Woche auch kein Spiel und Bremen ist echt miserabel drauf, haben zwar gegen Bielefeld gewonnen, aber waren dort auf jeden Fall eindeutig die schlechtere Mannschaft. Und hier auch noch das nächste Spiel Leverkusen gegen Bielefeld, beide treffen. Bielefeld hat echt wirklich stark gegen Bremen gespielt, hätten sich auf jeden Fall zwei Tore locker verdient gehabt, zwei, drei Tore, haben die aber leider nicht gemacht. Und ich denke, gegen Leverkusen werden sie ja hier auf jeden Fall treffen, da sie auf jeden Fall ganz gut in Form sind. Leverkusen ist nicht so gut in Form, stehen hinten auch nicht so gut, deswegen kann man die Quote hier von 3,46 gerne mitnehmen. Ich spiele es einfach mit 8 € an. Ich wollte jetzt nicht noch mehr aufladen, nur für die Kombi. Und ja, dann jetzt noch zu dem Gewinnspiel, zu dem versprochenen 10 € verlose ich wieder. Und zwar möchte ich dazu zum Spiel Leipzig gegen Frankfurt euer Ergebnis wissen. Schreibt mir das Ergebnis einfach in die Kommentare, lasst einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal und schon seid ihr automatisch dabei. Ich wünsche euch viel Glück und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und ciao.